So, willkommen zurück im Computer bei Tommy Long. Als Don Tomato. Als Don Tomato und der Mini-Tomate rechts da. Ja, der Salat-Tomate. So, und jetzt denke ich mal, dass wir dieses... Was? Da fällt mir ein schönes altes Lied zu ein, aber das singe ich jetzt nicht. Och, schade. Doch, wir wollen das aber jetzt hören, ne? Nein, das geht nur immer Tomatensalat, bis es dann wieder zu Ende ist. Also Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Und das so lange, bis du wieder am Ende von Tomatensalat angelangt bist. Das muss ich jetzt aber nicht machen. Also ich kannte das noch nicht. Also für mich war es eine Premiere. Ah, toll. Gut. Vielleicht kannst du mich dazu ja mal irgendwann auf der Gitarre begleiten und dann machen wir ein gemeinsames Musikvideo. Oh Gott, jetzt können wir als Endsong nehmen für Tom. Okay, das können wir natürlich machen. Weil ich nicht weiß, ob das Spiel Abspann hat, keine Ahnung. Ja, das ist doch mal eine richtig gute Idee. Red so. Doch jetzt nochmal als Don Tomato mit Mini Tomati. Genau, er muss ja auf uns hören, jetzt sind wir schließlich der Boss. Ja. Meister, Meister, sprecht, was kann ich für euch tun? Du darfst nicht für mich auf wie gemein. Ja, ich weiß ja, aber ich... Ja, nee. Verlasse das Laufrad. Verlasse sofort das Laufrad. Bitte, aber lauteten eure Befehle nicht ursprünglich. Und jetzt lauten sie anders. Raus. Raus. Auweia, nein, bitte nicht singen. Sofort. Ah, endlich. Irgendwie ist es für eine Tomate sowieso unnatürlich, ein Laufrad anzutreiben. Jetzt gehe ich hier ganz schnell weg. Also vielleicht wäre ein Meerschweinchen geeignet als du. Nein, faule Tomate, du. Oder ein Hamster. Hamster. Ja, doch kein Meerschweinchen. Und wenn das hier kein Computerspiel wäre, hätten uns die Leute das bestimmt nicht abgenommen. Nee, garantiert nicht. Und so auch nicht. Ich fürchte, das tun sie jetzt auch nicht. Ne? Hau ab, du. Tomate. So. So, da geht der Tomatensalat dahin. Generator, ah. Jetzt pack doch mal dieses Rad in den, ja. Ach so, meinst du denn? Da mal, weiß ich nicht. Das sieht doch aber so aus. Ach, da passt das ran, ja. Ach so, hä? Ah, okay. Das anmachen vielleicht? Vielleicht müssen wir reparieren, mal gucken. Ja. So vielleicht? Nee. Und den benutzen, den Generator. Ah. Ja, logisch, ne? Sehr logisch. Also, oh nee, ne? Ich liebe Tom Long. Ich gehe zum Bahnhof jetzt so. Tütüt. Ja, dann geht's zum Bahnhof. Und wir gehen als Don Tomato immer durch die Gegend jetzt, oder wie? Nee. Ah, nee. Ich hatte schon Befürchtungen, dass wir jetzt immer Don Tomato bleiben müssen. Kann man irgendwo hingehen hier? Oder ist das ein Bildschirm-Adventure? Ja, drei Schritte nach rechts kann man wohl gehen. Ah, okay. Ich wette, unser Ziel ist es, diese Bahn in Gang zu bringen. Wetten? Oh Gott, ich hasse es. Zeitlock, hey. Wow. Zurück in die Zukunft, das Grüßen. Zurück in die Zukunft. Genau, da ist bestimmt Doc drin. Doc, wo bist du? Nicht da. Ja. Die ist bereit. Vielleicht müssen wir ein Ticket kaufen oder irgend sowas. Jetzt müssen wir bloß den Schaffner tothauen und dann ihm seinen Schlüssel für den Dings hauen. Auf, du spielst eine Ballerspiel, oder? Das stimmt gar nicht. Guck, da ist ein Schalter auf. Was ist das am Schalter? Ein Schalter. Also ein Schalter. Mitteilung. Schere? Habe ich da gerade eben Schere gesehen? Aushilfe gesucht. Ich habe da gerade eben eine Schere gesehen. Wo? Ja. Wo? Schaffner. Hier. Ach da? Ja. Oh Gott, das sieht man da gar nicht. Schere. So. Ha! Toll. Müssen wir es abschneiden? Müssen wir es abschneiden? Bestimmt, wa? Mach mal. Nee. Dann reden wir mal mit dem Knilch hier erstmal. Würde ich sagen, ja. So, du Knilch, hier, so, und dann so. Ja. Ich bin kein Knilch, junger Mann, merken Sie sich das. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Haben Sie Don Tomato gesehen mit meiner Freundin? Don Tomato, er fährt hier öfter. Zuletzt hatte er eine junge Dame bei sich. Ja, wohin ist denn der gefahren? Er fuhr, wenn ich mich recht entsinne, ins Mittelalter. Sherlock Holmes direkt ins Let's Play vom neuen Finale. Oh, das passt ja super. Nein, ich habe dieses Spiel nicht absichtlich herausgesucht. Das ist wirklich Zufall. Das ist ja voller Referenzen an andere Spiele hier. Perfekt. Wir alle schon Let's Play da haben. Besser geht's ja gar nicht. So, ich muss ihm sofort nachfahren. Was brauche ich dazu? Ein Ticket, oder?
den Reisen erkennt man an, im Allgemeinen an seiner gültigen Fahrkarte. Ich hab's befürchtet. Und wo kann ich so eine, wie nennen Sie das, Fahrkarte erwerben? Ich fand mich immer schwarz. Ja. Eine gültige Fahrkarte kannst du am Fahrkartenschalter erstehen, obwohl... Ja, aber der Schalter ist doch zu. Was, das mache ich sofort. Obwohl was? Obwohl es dort hinten schon seit geraumer Zeit recht still geworden ist. Ja, haben Sie ja nie nach dem Rechten geschaut da hinten? Mein Platz ist genau hier. Ich rühre mich niemals vom Fleck. Ja, du hast doch schon Spinnenweben angesetzt, so. Aber wirklich, also, er hat nämlich auch so einen Pornobalken im Gesicht, ist ja schon aufgefallen. Aber so schön, so ein Kaiserbärtchen nach oben, so. Ja, ja. Ja, dann beantworten Sie die... Ja, was ist denn nur für eine Antwort? Gott, ich fürchte, ja, wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Keine Ahnung, aber beantworten Sie doch einfach mal eine Frage. Genau. Ich beantworte gerne alle Fragen, wir haben hier viel Zeit. Hier sind wir von vorne wieder, hier sehe ich gerade. Das haben wir da, ja. Und aber ich denke mal, der Dialog war schon richtig, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht genau. Wo sind wir hier eigentlich? Würde ich auch gerne noch wissen. Genau. Wo genau befinde ich mich eigentlich? Du befindest dich auf dem legendären Zeitbahnhof. Oh Gott, ich hoffe, es geht nicht nach Hogwarts oder so, sonst muss ich mich übergeben. Mein Gott, nee, bitte. Bitte kann. Nee, Harry Potter gab es damals noch nicht. Ein Glück. Ja. Was ist ein Zeitbahnhof? Also von hier aus kann man sowohl im Raum als auch in der Zeit verreisen. Ja, klar. Wie ist das mit Raum und Zeit? Pass auf, ich erkläre es dir. Stell dir mal ein hyperbolisches Kontinuum vor. Ein Hyperbol. Ach ja, genau dieses Ding, ja. Ja, weil irgendwie dieses Kontinuum wird von den Kräften der Schwerkraft aufrechterhalten. Ja, klar? Kontinuum, Schwerkraft. Ja. Und wenn du jetzt auf einer Schwerkraftkrümmung wie auf einer Schaukel hin und her schwingen könntest. Oh, aber mir wird schon mal bloß Gedanken am Schaukel schlecht. Ja, auch. Müsstest du auf dem jeweiligen Scheitelpunkt einer heimanschen Parabel abspringen. Ja, genau, das hab ich vermutet. Ne? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, doch. Und schon hättest du deine Position im Kontinuum verändert, in der dritten und vierten Dimension. Ach ja, genau, ja. Ja. So musst du dir unsere Reisen hier vorstellen, nur ganz anders. Ach so, doch ganz anders. Das musste ja kommen. Ah, nee! Hast du das alles verstanden? Jupp. Ja. Erstaunlich, ich selbst habe das noch nie so recht durchschaut. Also ich glaube, ich weiß nicht, wollen wir den noch was fragen? Ich kann es mal probieren. Trotz des klischeehaften Gags habe ich noch einige Fragen an Sie. Also, sind wir mal vorne hier. Ja. Gerne alle Fragen. Das hatten wir schon. Dann nimm noch mal den Don Tomato. Ist das Mädchen in Ordnung? Ach, scheiße. Ja, das hatten wir alles schon. Kannst du escapen? Ja. Nochmal. Ja. Hast du eine Frage? Oh shit, okay. Sie müssen wohl eine Fahrkarte holen, wa? Okay, also, oh Mann. Escape, ja. Würde ich sagen. Das bringt hier alles nichts. Die suchen eine Aushilfe. Kannst du noch irgendwo hinlaufen? Was haben wir denn im Inventar? Was haben wir mit der Platte denn? Ja. Platte? Nee, mit der Platte nicht. Aber aus dem Buch können wir die Schere und das Buch, vielleicht können wir uns daraus eine Fahrkarte basteln. Ey. Was passiert denn? Was ist das denn? Nee, oder? Harvey, hallo, ich bin Harvey. Keine Zeit. Hä? Ist logisch, ne? Der hat uns die Uhr hinter... Hey, hör mal, wenn wir... Ich denke gerade, wenn wir ja auf einem Zeitbahnhof sind, dann könnte ja diese Uhr als Fahrkarte dienen, oder? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weiß ich nicht, versuch mal. Ja. Ich muss dann mal los. So. Ach, der geht. Okay, dann gehen wir doch auch. Zur Lok einfach mal, wa? Weiche. Erstmal an eine Weiche ohne Ziel. Vielleicht muss man die benutzen. Das Mittelalter, was gibt's noch? Ach, kann es sein, dass hier so also das Hub ist, also das Zentrum, wo alle Zeitlinien abgehen jetzt im Spiel? Kann natürlich sein. Oder ich will erst ins Mittelalter, ich will nach Sherwood Forest. Urzeit in die Urzeit können wir auch noch. Kein Ziel. Mittelalter.
Ach komm, oh ja, ich möchte jetzt. Oh Gott, nicht, dass wir zwischen den Zeitebenen hin und her springen müssen, wie in Day of the Tentacle. Nur mal gucken. So. Schauen wir mal. Los geht's. Na, jetzt bin ich aber sau gespannt. Ich auch. Boah, wow, was ein Effekt, ey. Oh, Achterbahn. Nicht ganz so schön wie die in Mist, aber immerhin. Ach, guck mal. Krabbeln mit seinen Strumpfhosen und Bruder Tuck ist der besoffen. Wie toll. Der hat keinen Namen, der ist ein Nichts. Aber ich kann dir sagen, das ist Bruder Tuck, eine Strumpfhose. Oh, kannst du die Strumpfhose klauen? Aber mach ich nur mal das Stöckchen. So. Ein Stock? Ich will das mal angucken. Ja. Oh komm, ja. Ich wollte doch schon. Ja, nimm sie ein Bild, wenn es geht. Oh, wie toll. Die Dialoge sind ja. Oh. Oh, okay. Was gibt's da noch? Nur Robin noch, wa? Grammophon. Ja, was? Grammophon? Ja. Oh, wir haben auch eine Schallplatte, das ist doch. Stimmt. Ein Grammophon. Soll ich die schon draufpacken oder wollen wir erst mit Robin reden? Nee, erstmal mitnehmen. Erstmal mitnehmen? Ja, nimm mit das Teil. Ach so, ich dachte, man musste das vor Ort machen, dachte ich. Keine Ahnung. Wenn man es einpacken kann, dann kann man es einpacken. Ich glaube, sonst würden die App sagen, geht nicht. Kannst du mal. Aha. Was gibt's denn noch? Merlins Höhle gibt's noch, Robin Hood und oh, was ja, war's? Merlins Höhle. Geh mal, geh mal zu Merlins Höhle. Mann, ist der langsam so. Ich glaube, bei mir hängt es gerade. Immer noch? Nee, jetzt ist okay. Okay. Da so. Ist Merlin. Merlin! Mit einem Stein. Kessel. Oh, und einem Kessel. Kessel buntes? Nein. Gott. Nein, habe ich nicht als Kind geguckt, glaube ich. Schwarze Kessel. The Black Cauldron. Das war auch mal ein Sierra-Spiel. Stimmt, das kenne ich. Vom Namen aber auch nur her. Das war sauschwer, ich sag's dir. So, ich bin jetzt hier immer der Schwertzieher, ne? Du bist Artus. Oh. Pass das nicht an. Red mal mit Merlin. Ich will kurz gucken, was im Kessel drin ist. So. Ja, okay. Ah, lass uns mit Merlin in der nächsten Runde reden. Wer weiß, wie lange das dauert. Ich pack mal die Wäsche darin. Nee, schade. Ich dachte, ich kann die schrumpfen oder so. Oh, nee, leider nicht. Wie? Mehr ist hier nicht? Schwert? Nee. Bleib doch da und lass uns in der nächsten Folge mit Merlin reden. Was hältst du denn davon? Ja, und Robin müssen wir auch noch reden. Ganz wichtig. Mhm. Das können wir ja dann machen. Lass uns doch erstmal Merlin interviewen. Dann verabschieden wir uns mit einem, wie hat man früher Schieß gesagt im Mittelalter? Keine Ahnung. Geh deines Weges. That's my love, you do me wrong. Oder irgendwas. Genau, irgendwie sowas. Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao. Hi ho, hi ho. Das waren die sieben Zwerge. Nice. So, ciao. Tschüss.